Stell mir deine wichtigste Frage. Gibt's denn sonst? Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, am besten mein äußeres Erscheinungsbild gar nicht zu sehr betrachten, denn ich komme gerade frisch vom Training und nehme das gerade einen Tag bevor das Video eigentlich gedreht wird auf. Und ich habe heute ein ganz tolles Angebot für dich. Und zwar Snippies. Denn ich habe gerade per Uber-Lieferung, also es kommt nicht per Paket, sondern per Uber, zwei der Samples meiner neuen Kollektion bekommen und ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt hier unboxen und ihr dürft nur meine Reaktion darauf sehen. Nice, Digga. Ja, ich merke schon, die Kamera muss ich etwas nach oben. Ja, ich weiß natürlich, dass das besonders asozial von mir ist, dass ich euch nicht teilhaben lasse, aber der Drop der Modemarke ist ja am 5. Dezember, wie ihr wisst, und am 1. Dezember werden erst alle Pieces released, aber ich habe jetzt schon zwei der Pieces bekommen. Zwei Wochen vorher auch nicht wirklich früh. Okay, ich merke schon, als erstes habe ich das Shirt hier. Boah, es hat einfach so lange gedauert, ich bin schon so gespannt. Oha. Nice. Okay, das Shirt ist schon mal mega Bombe auf dem Stoff, ja. Sehr, sehr geil. Okay, cool, das sind das Logo vom Hoodie vorne. Okay, nice. Okay, das Shirt schon mal richtig klasse. Ich werde mir jetzt den Hoodie anschauen und auch der, auf den ersten Blick gleich mal, der ist besonders top. Geil. Wir haben schon mal Samples bekommen und die waren mir zu wenig Stonewash, deswegen habe ich gesagt, die müssen noch ein paar Mal gewaschen werden und jawohl, die sind so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, 100% Baumwolle. Wie schaut der Backprint aus? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, ich will mich jetzt gar nicht mal länger damit aufhalten. Auf jeden Fall Bombe. Ich freue mich, dass die Samples da sind. Mega. Okay, wir gehen zum Zukunftsmax. Danke für die Aufmerksamkeit. Dann morgen. So, the next day. Bitte. Ich schaue natürlich, wie mein Österreich so salopp sagen, wie aus dem Arsch zart aus. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden, habe extra den spätesten Friseurtermin genommen, den es gegeben hat. Und trotzdem schaffe ich es nicht pünktlich zu sein. Es ist genau 14.35 Uhr und ich bin noch nicht mal beim Friseur, verdammte Scheiße. Hallo, servus. In die Belleria-Straße 10, bitte. Guten Tag, Tonja Gerwin, Sie sprechen mit Jürgen, was kann ich für Sie tun? Jürgen, ich komme eh noch, ich bin nur ein bisschen zu spät. Eine Minute noch, dann bin ich da. Ja, beeil dich, passt, holt es gleich. Passt, servus. Ciao. Ich sag's dir vorher, ich bin so wasted, weil normalerweise heißt es ja, man muss die Feste nehmen, wie sie fallen. Aber irgendwie falle ich so, wie ich die Feste nehme. Jedes Mal eskaliert es komplett. Gestern war es genau der gleiche Fall, deswegen habe ich bis jetzt gepennt. Ich war noch niemals so wasted, wo ich zum Friseur gegangen bin. Aber es gibt für Umstylings nur eine Adresse und das ist Toni und Guy. Ich meine, eine unbezahlte Partnerschaft. Eigentlich war es die letzte Mal auch eine Ich kann das, glaube ich, heute zahlen, ausnahmsweise mal. Verdammt, wieso film ich überhaupt? Nein, es sind natürlich eher Männer und es gibt natürlich nur einen Bratan, der da hinten schon sitzt. Schaut mal, wie konzentriert der da reinschaut. Wahnsinn, oder? Das kann nur ein Profi sein, wenn man so konzentriert auf einen Computer sehen kann und da unten jetzt noch irgendwas sucht. Wir müssen es drauf haben, so wie die reinschauen. Grüß Gott, die Damen und Herren. Grüß Gott, die Frau. Okay. Ja, was grüß dich. Alles gut? Darf ich da was abnehmen? Ja. Ja, wenn du mal nur die Jacke abnehmen kannst, nimm nur die Jacke. Ansonsten meine Probleme wären auch Bombe. So, nachdem jetzt schon einige allein durch meine Fahne betrunken geworden sind in der Arbeitszeit, habe ich meinen Slytherin Hogwarts Mantel jetzt auch schon an. Und man kann die fettigen Federn waschen. Let's go. Danke. So, fertig. Ab geht's an Stein. Oh mein Gott, ich schaue so wasted aus. Pause mal was zu trinken. Stell mir deine wichtigste Frage. Geht's denn sonst? Sonst geht's mir super ein, ja? Ich freue mich auf dich. Nice. So, it's a new me, it's a new day, it's a new life. Und die Stimme ist im Arsch. Ja, wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Ich muss ehrlich dazu gestehen, ich bin zufrieden, aber es schaut schon sehr kurz aus. Und es ist immer, bei mir ist immer so, die erste Woche muss ich mal mit meinem neuen Haarschnitt leben.
bis ich mich da frisurentechnisch akklimatisiert habe. Und dann kann ich mich damit abfinden, was ich jetzt habe. Aber ja, so auf den ersten Blick schaut es so aus, als hätte ich wieder kurze Haare irgendwie. Aber der Bart richtet es. Ja, ich würde sagen, mit der neuen Frise geht es jetzt einfach wieder heim schlafen. Liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr euch so einen restalkoholisierten Vorzeigeschwiegersohn angeschaut habt. Ich bedanke mich und verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Vermutlich mit einigen Aufnahmen der Austrian Video Awards. Da werden wir irgendwas machen, wenn wir die Leute verarschen oder so. Sind wir auf jeden Fall am Start. Das war's von mir, euer Maximilian. Guten Tag, Tonja Gerwin, Sie sprechen mit irgendwas, kann ich für Sie tun? Und zwar schenke ich dir einmalig ein kostenloses Gratisgespräch mit mir.